Ja, da man jetzt so in das reifere Alter kommt, da guckt man sich die alten Erinnerungen, unter anderem auch die schönen Erinnerungen des Sports an. Und da fiel mir besonders auf im Album unser Trainingslager in Wolgast. Wir haben uns schon riesig drauf gefreut, das ganze Jahr über trainiert, Wettkämpfe gemacht. Und jetzt sollte es in den Sommerferien nach Wolgast ins Trainingslager gehen, an die Ostsee. So und so schon immer ein Highlight für jeden, der Urlaub macht. Und so freuten wir uns riesig. Und dann ging es auch bald los. Wir stiegen in unseren Sportbus, den alten Robur, ein und tuckerten über die alte F96 hoch zur Ostsee nach Wolgast. Mit dabei von der Partie waren unsere beiden Trainer Helmut Fremne und Schniepe Graz. Einer für den Laufbereich zuständig, der andere für den Wurfbereich zuständig. Alle beide patente Leute, mit denen wir schon unterwegs im Bus unseren Spaß hatten. Der überwiegende Teil unserer Truppe bestand mehr aus dem läuferischen Bereich, also Weitsprung mit eingeschlossen. Und so machten wir uns erstmal in unseren Quartieren breit. Da wir vom ASK Potsdam waren, hatten wir auch Quartiere in einem Armeegelände. Für uns erstmal äußerst interessant. So ein Kriegsgerät, wenn man das so sagen darf, hatten wir ja sonst so aus nächster Nähe nie sehen können. Schnellboote, mit denen man die damaligen DDR-Flüchtlinge aufbrachte, oder Minenräum- und Legboote. Und als junge Burschen war man ja immer an solchen Themen interessiert. Unser Training war dann früh morgens nach dem Frühstück. Wir hatten ein wunderbares Frühstück in der Offiziersmesse zum Leidwesen der normalen Soldaten. Und da trainierten wir dann einmal vormittags, jeder in seiner speziellen Disziplin, die Werfer extra, die Läufer extra. Und am Nachmittag war teilweise freies Trainingsprogramm. So spielten wir Volleyball. Ich habe gerade mal das Album vor mir, wo man uns Volleyball spielen sieht, damit man auch mal etwas Lockerheit in die Trainingsphasen reinbekommt und so dahingehend auch mal eine Ablenkung hatte. Aber zurück zu unserem Training. Wir bereiteten uns ja auf die DDR-Meisterschaften in Dresden vor und jeder wollte ja natürlich bestmöglichst dort abschneiden. Favoriten hatten wir natürlich auch in unserer Trainingsgruppe, wo man schon in etwa sagen könnte, die würden eine Medaille erringen können. Und so aktivierten wir unser Training, damit wir annähernd auch in diese Bereiche, auch wenn wir keine Favoriten waren, auf eine Medaille kommen konnten. Und da wir auch ein wunderbares Wetter während unserer ganzen Trainingszeit hatten, hatten wir als Läufer bei manchmal 30 Grad natürlich auch so unser Problem. Unter anderem lief ich da mal mit Martin Scheele. Vorgenommen hatten wir uns 15 Kilometer. Nach 8 Kilometer kehrten wir wieder um, weil wir über 30 Grad hatten und es ging nichts mehr. Unsere Trainingsstätte war das heutige Peenestadion. Wie damals üblich handelte es sich um einen Fußballplatz
mit den Sprung- und Wurfanlagen, umrundet von einer 400 Meter Aschenbahn. Damals sprang man noch den Wälzer. Beim Training Gerd Römer, der spätere deutsche Meister. Begleitet wurde das Trainingslager auch von den Hits des Sommers 1965, wie Mr. Tambourine Man von den Byrds. Am Abend konnten wir oder durften wir auch raus und machten hier und da mal einen Spaziergang noch, um uns Wolgast näher anzugucken. Und wenn ich so sehe, wie wir damals gekleidet waren, da frage ich und auch meine Sportfreunde alle, wieso erschienen wir hier in einem Trainingslager mit Anzug? Ungeklärt bis heute diese Situation, keiner weiß es mehr, ob wir die Mädels anmachen wollten oder wen auch immer, völlig unklar. An einem Trainingstag, das sehe ich gerade hier auf den Bildern sehr schön, hatten wir auch eine Fahrt nach Zinnowitz, an die Ostsee. Alle super, alle freuten sich. Die Fahrt gestaltete sich so, dass wir von Wolgast erstmal über die Brücke laufen mussten, um an die Schmalspurbahn oder zur Schmalspurbahn zu kommen, weil von Wolgast fuhr kein Zug direkt nach Zinnowitz. Angekommen in Zinnowitz ging es natürlich gleich zum Strand. Und so jung wie wir waren, wurde natürlich sofort rumgetobt. Ja. Einen Ball hatten wir mit, einige spielten Ball, andere liefen um die Wette, ohne in irgendeiner Form motiviert zu werden, aus reiner und purer Freude am Sport und an der Bewegung. Und wir hatten da auch leidlich viel Zuschauer, die erstaunt waren, wie die jungen Burschen da rumrannten und sich austobten. Wir spielten auch wieder Volleyball und der Artikelhersteller der Dreieckbadehose kam da voll auf seine Kosten, denn fast jeder von uns hatte so eine Hose an, die damals im Trend lagen. Friedlich, in Anführungsstriche, lief es manchmal auch abends nicht so ab, wenn Christoph die Gitarre rausholte und ein paar Rockgesänge abließ, dann wurde es doch manchmal etwas unruhig, sodass auch mal Scheiben zu Bruch gingen. Die einen Werfer von uns verletzten, der dann verarztet werden muss. Aber der Ärger hierüber hielt sich auch in Grenzen, da die Trainer relativ tolerant waren. Er wurde verarztet und konnte nach 2 Tagen wieder weiter trainieren. Nachdem wir nun unsere Verletzten alle verarztet haben, darunter auch unseren Hürdenläufer, konnten wir als Fazit unseres Trainingslagers sagen, dass alle, aber auch alle Beteiligten am Trainingslager ihre Leistung verbessert haben und bei den DDR-Meisterschaften in Dresden 3 den Titel des DDR-Meisters erringen konnten, im Speerwerfen Nitze, im Weitsprung Gerd Römer
und im Kugelstoßen Udo Pritschibilla. Die alten Fotos sollen an die Sportler und die Meisterschaften in Dresden erinnern. Und effektiver aus meiner Sicht kann man ein Trainingslager für alle Beteiligten nicht gestalten. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, wir sind als Sportsfreunde alle noch näher zusammengerückt, weil wir ja in diesen 3 Wochen tagtäglich miteinander trainiert und gelebt haben.